Jones. Let's go. Yo, Scouty 12, Scouty 93. Bond Girl. Sehr schön. Let's go. Okay, wir sehen hier das Losers Finals, Skeddy und Rooven, die eben gerade insane gespielt haben. Muss man schon ehrlich sagen, das ist krass. Was hat Skeddy denn im letzten Game gerade gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Also wenn er so sein Momentum hat. Ich versuche das noch zu verarbeiten gerade, ist ein bisschen zu insane gewesen. Das ist echt komplett insane gewesen. Ne, falls ihr noch Smash-Liebhaber kennt, verbreitet den Stream auf jeden Fall. Das müssen möglichst viele Leute sehen. Mhm. Wir machen fast schon als einziges Turniermoment, dadurch, dass es nur noch Eintages-Events fast gibt in Smash. Fast die einzigen, die Doubles machen. Und falls ihr richtig geil Doubles sehen wollt, hier, ne? Die spielen alle insane, ich sag's euch. Es ist einfach insane. Das Ding ist, bei Doubles, so habe ich gemerkt, die Leute spielen einfach schon wirklich lange Smash, ne? Jetzt zum Beispiel Rooven, Skeddy und so, die waren schon bei Smash 4 am Start und so haben gespielt. Ja, safe. Man merkt einfach so diese Synergies dann dadurch, ne? Ja, diese safe. Erfahrungswerte einfach. Das ist crazy. Rooven halt eigentlich immer in dem Top-Team gewesen, dadurch, dass er einer der Top-Spieler hier ist im Norden. Mit SDN meistens geteamt. Oh, schöne Combo gerade. Oh, aber Skeddy, ne, hier Rooven. Mit dem Revenge-Kill, sehr schön gemacht. Dafung, oh, Dafung weiß also, wie man das punishen kann. Sehr schön. Oh, wir stylen hier rum, aber boah, Digga, Rooven schon wieder early. Willst du Tee haben? Willst du Wasser, Tee? Wir haben alles. Nee, danke. Ist all normal. Yeah, okay. Mit wem spielt Beißel? Beißel spielt mit, wie heißt der andere? Skyvania. Double Duckern. Haben wir gegen gespielt. Stärker geworden als Team auf jeden Fall. Es war deutlich schwerer, gegen die zu spielen. Sind leider schon raus, ne? Ja. Die einzigen Teams, die wir jetzt hier noch haben, sind die beiden, die wir jetzt gerade sehen. Und im Winners wartet SDN und mit Nice Face. Mit Nice Face, genau. Und interessanterweise haben die beiden wiederum die beiden, die wir jetzt sehen, die beiden Teams, ins Losers geschickt. Beide? Mhm. Ah. Deswegen, also glaube ich, ja. Und deswegen wird es auf jeden Fall sehr spannend, auch nochmal gleich im Final. Oh, der Fastfall sorgt für den SD hier gerade vom Blitz. Bliss, alter Brawl-Spieler, kennt mit Sicherheit keiner mehr von euch. Mit Sicherheit. Nee. Bliss kennt keiner mehr. Nur noch wir. Local Legend gewesen. Ist so. Blitz, Alter. Schöne Tipp hier. Aber Skelly hier jetzt natürlich schon auf dem letzten Stock rufen auch. Das Momentum von eben hat er nicht beibehalten können. Ne? Ja, aber man muss schon sagen, so manchmal bei diesen Make-or-Break-Moments ist es so, dass Teams schnell adapten. Mhm. Und das hat man hier gerade bei Rooven und Skeddy gesehen, die natürlich Erfahrungen in Doubles haben, aber eben nicht in dieser Synergy, also selbst zusammen nicht wirklich Synergy haben. Aber was sich schnell gebildet hat tatsächlich. Ja, safe. Hier ist das vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man diese Matchups wie Brawler und Robin halt ja in der Regel nicht so gut kennt wie andere Matchups. Und gerade auch dieses Zusammenspiel zwischen den beiden vielleicht ein bisschen schwierig sein kann. Ja, safe. Das zu readen und zu kennen und zu wissen, wie man dagegen spielt. Aber die machen sich jetzt gerade doch ganz gut hier. Haben aber auch einiges aufzuholen, ne? Ja, Dafung hält den Stock halt echt gut. Ja. Er ist generell Patient-Spieler, er spielt sehr sicher. Ja, safe. Dafung auch. Jetzt wird's hier scary, da ist Arcfire. Okay, kommt da rauf und brrrt. Shield Poke. Nope, kannst nicht shielden, kannst nicht alles shielden. Das ist so crazy, diese Edge Guards von Robin. Ne? Bitte erklär mir jemand, wie man dagegen spielt. Ja, das war krass. Also da war halt erstmal das Arcfire. Das musst du shielden. Ja. Oder du musst perfekt aufkommen. Ja, aber guck mal, das ist das Ding. Das musst du shielden. Ja, dann kommt Crossfire oder wie das Ding heißt. Ne? Das macht aber so eine Shield Pressure. Müsst mich gar nicht fragen. Dass du dann direkt weg vom Fenster bist, wenn da nochmal ein F-Smash hinterherkommt. Ja, direkt. Direkt. So einfach, und dann kannst du nicht machen. Ja. Ist so. Also, hier, 1-0, Dafung, Splash Mage. Herzliches Spiel, Digga. Wir machen das hier noch Best of 3. Wir sind echt gut in der Zeit. Ich denke mal, wir könnten das Grand Finals Best of 5 machen diesmal. Einfach, weil 14 Uhr Singles erst anfängt. Okay. Aber gucken wir mal. Ciao, Mama. Vielleicht wird das hier ja auch Game 3 Last Hit Situation. Dann kannst du natürlich. Ich hoffe mal, das ist immer Hype dann, ne? Ja, auf jeden. Das ist natürlich dann immer Hype. Von den beiden Teams möchte ich auf jeden Fall auch noch mal mehr sehen. Ihr könnt in den Chat übrigens gerne mal schreiben, was für Begegnungen ihr gerne sehen wollt on Stream in den Pools. Wir haben da keine normale Reihenfolge, aber wenn ihr mir sagt, so ja, das wollt ihr als erstes on Stream sehen, dann kann ich das natürlich anpassen. Viele Mecklenburg-Vorpommern, so Mecklenburger, haben wir hier. Oder Pommern, nennt man die Pommern? Pommer. Pombeeren.
vom Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Mann, genau, schaut auch auf jeden Fall mal, natürlich jetzt schauen wir erstmal hier rein in das Game, aber in der Pause vielleicht mal ins Bracket reinschauen, guckt mal nach den Begegnungen auch in das Singles-Bracket. Genau, und lass mal ein Abo da auch. Safe, genau. Hier, Syntax sagt hier, squallen und streamen. Ja, habe ich vor, tatsächlich. Immer halt. Ich glaube, ich habe tatsächlich Leon und Squallen diesmal in den gleichen Pool gesiedelt. Die spielen beide Bowser. Ich habe irgendwie schon Bock auf einen Bowser-Dito. Also wenn ich da irgendwie so sehe, die und die, das könnte cool sein, dann packe ich das auch irgendwie. Wäre schon krank. Und Skelly holt hier das erste Stock in diesem Game mit einem Up-Smash. Und Splash-Match. Schön hier. Und der Up-Till. Ja, ja. Das ist schon das zweite Stock hier. Der klassische. Skellys Konto. Guter alter Abtölt. Okay, Skelly kurz mal weggejumpt. Oh. Schade, dass ihr nicht da seid. Scouty, Fuego, Syntec. Auf jeden Fall hyped hier gerade. Heute gibt's Free Fritz. Heute gibt's Free Süßigkeiten. Ey, ihr habt was verpasst, ich sag's euch. Free Aber Snacks. Ihr verpasst nicht alles, weil ihr den Stream guckt. Yes, sir. Deswegen sehr, sehr nice hier gerade die Begegnung. Nice, beide werden in die Seite gelauncht, hier gerade von Skirtle. Oh, und Skirtle wieder mit dem Mörser. Digga. Weißt du, wie ich meine? Guck mal, jetzt schon wieder seine drei Stocks und so auf Tasche. Der Boy, Digga. Wenn er einmal drin ist, schwierig, sag ich nur. Auf jeden Fall. Ich sehe hier von Scouty, sagt Beißel gegen Squallen, Rufen gegen Koshi. Ja, also das safe, ne? Ja, ja, das safe. Auf safe. Beißel gegen Squallen. Squallen hat in Doubles auch viel Hero gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass er Hero gegen ihn pickt. Und da wurde das C4 gezündet. Und was ist das? War es die Granate, die ihn gerettet ja. hat? Ja, vielleicht nicht gerettet, aber auf jeden Fall. Ich glaube schon fast. Trajectory interrupted. Und hier jetzt? SDN gegen Ares, auch safe. Auf jeden Fall safe. Ey, ganz kurz mal, wie sieht dieses Game anders aus als das erste? Ich hätte ihn noch mit drei Stocks. Ja, das ist echt Funk Flash Match jetzt schon auf dem letzten. Rufen auch noch mit zwei und Stocks. Und boom! Oh, okay, Cover, bei 39% vielleicht nicht die beste, aber vielleicht ein bisschen Free Damage auf der Funk kann das man schon mal machen. Fall Damage. Oh, und Skatty hier ein bisschen zu greedy mit der Nikita. Ja, Rufen auch hier von einem Ding ins andere gereist. Das ist offline. Wir sind hier gerade in Kiel. Schleswig-Holstein, Norddeutschland. Mhm. Genau, das ist komplett offline. Das findet alles vor Ort statt hier. Genau, monatlich. Einmal im Monat. Und Flensburg ist das andere Monthly, was wir hier im Norden haben. Oh, schöner Abtilt. Oh, das sieht jetzt gar nicht gut aus gerade hier. Das Splash-Mash unter Punkt. Hier haben richtig was aufzuholen. Aber Ruven, wenn Ruven jetzt hier den Stock verliert. Abgeben muss... Ja, aber das schöner Parry. Schöner Parry hier gerade von Rufen. Und das ist jetzt hart für der Funk. Schöner Grab. Wird auf den Boden gelegt, wird schlafen gelegt und boom! Oh mein Gott! Das war schon ziemlich cool gerade. Das war crazy. Durch das Schild wurde das Ganze halt so ein bisschen. Crazy. Ja, ein bisschen länger. Hitbox verlängert und so. Okay, Nice Face gegen wen? Gegen wen? Digga, ganz kurz, das war einfach crazy, weil das genauso geplant war. Ja, das war jetzt nicht einfach mal so auf gut Glück reingeholzt von Rufen, sondern der wusste, Skelly legt den hin und Skelly legt den aber nicht zu ihm, deswegen muss Skelly danach sofort chillen und das hatte Rufen auf dem Schirm. Ja, und das haben die einfach genauso geplant. Crazy. So muss das, reibungslos. So muss das und das ist dann das, was hier spielentscheidend ist. Ja, was Teams auch ausmacht. Also ich finde es tatsächlich ziemlich schade, dass man auf wenigen Events heutzutage noch Teams sieht. Safe, ich war ja auch Teams. Ja, früher hat man halt diese ganzes Wochenende Turniere gehabt, weißt du, wo du 3 Tage auf irgendeiner Matte gepennt hast oder auf dem Boden auf dem Stuhl. Und sind wir ein bisschen zu alt dafür. Ja, und dann dafür gab es dann halt auch Doubles und Brawl und Smash 4 und Werwölfe und alles. Das vermisse ich ein bisschen, das war cool, sehr cool. Mhm. Wo wir sind in Kiel heute. Wir sind in Kiel in der Nähe vom Bahnhof. Ja, ich glaube, das heißt was anderes. Ich weiß nur nicht, was für ein Dialekt das ist. Ja, wo ihr seid Wesig. Achso, weiß ich. Wo ihr seid, weiß ich. Ja, okay. Oder? Wesig? Achso, okay. Wesig? Ich verstehe. Ja, Belcampo, okay. BBC ist Belcampo, verstehe. Okay, das kommt ja. Wahrscheinlich nicht aus dem Norden, vermute ich mal hier. Mit dem Dialekt. Okay, es geht weiter hier. Letztes Game. Und ich glaube, das ist eins der, wenn nicht sogar das erste Set, wo wir in 1-1 sehen. Nee, gerade eben auch schon, ne? Ja. Mhm. Ja, ja. Gerade eben auch schon, aber wenige.
Iron Lord. 1, 1. Alle mal 1 in den Chat hier. Genau. Ich weiß gar nicht, können die Leute betten da drauf eigentlich? Ah, cool, sehr schön. Ja, können sie. Ja, worauf habt ihr? Oh, hier, waschechter Kieler, sauber. Ah, okay, okay. Sauber. Ja, wo bist du dann? Komm vorbei. Genau, komm vorbei. Nächstes Mal wird wahrscheinlich so Anfang April sein. Mhm. Boom, okay. Boom. Ja, Rufen verliert also hier den ersten Stock. Oh, genau wie Splash Mage. Bliss aka Skeddy 12. Hart am Carrying gerade, was Stocks angeht. Wir müssen die Wetten noch einstellen. Okay, können wir vielleicht mal machen dann, gerade jetzt für die 101-Begegnungen. Das wäre eigentlich cool, ne? Ich feiere das auch mal, so zu wetten. Mit Channel Points. Channel Points. Okay, wir schauen mal wieder ins Game hier rein. Auf jeden Fall wieder Skeddy mit seinen 3 Stocks. Ist vielleicht auch so ein bisschen Snake zu verdanken, der einfach schwer zu killen ist. Ein bisschen in der Defensive hockt manchmal und dann solche Möglichkeiten aber sieht. Und dann davon hier mit der Abwehr erwischt. Okay. Oh, crazy. Die Abi und Ton. Ja, okay, also Rufen hier auf dem letzten Stock. Gerade Dafun und Splash Mage so ein bisschen auf ihm drauf. Es ist fast even, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall nichts entschieden hier. Es ist nicht entschieden, nein. Also wenn Rufen jetzt hier den Stock verlieren sollte, er bekommt halt viel Damage gerade und ist schon auf dem letzten Stock drauf. Mhm. Okay. Rufen versucht es mit der Berg, er kassiert dafür, aber eine Boom! Okay. Verliert den Stock. Und muss ich ihn holen jetzt hier? Okay, also hier gerade stocktechnisch auf jeden Fall hinten. Mhm. Aber es kommt ganz drauf an, wie jetzt gespielt wird. Also es ist überhaupt nicht. Oh mein Gott. Und der Gather Breed war da. Aber das Timing nicht. Das Timing nicht. Splash Mage immer noch auf seinem zweiten Stock. Solange er hier den Stock tanken kann. Da müssen sie jetzt mal was dran ändern. Und Digga, Mii Brawler, auch scary einfach, ne? Mit dieser Abi. Oh mein Gott, oh Dafun hier gerade am Juggeln des Todes. Aha. Das ist immer so scary. Wenn Dafun unter einem steht, ist immer scary. Also ich sag Beißel und Squallen gleich, dass sie hier als erstes on stream spielen sollen, ne? Das war's. Das wollte ich nur mal sagen. Falls ihr noch irgendwas anderes habt, sagt Bescheid. Ich guck, dass ich das verwirklichen kann. Boom! Und hier. Das war's. Okay. Okay. Jetzt müssen die aber richtig aufdrehen, die beiden. Jetzt müssen sie 100% Team spielen einfach. Was ist das gerade? Was war das gerade? Oh, das war's vielleicht? Nee, noch nicht. Oh, Nikita ist immer so scary. Und boom! Das war's mit Skeddy. Er kann nicht weiter carryen. Okay. Rufen jetzt. Rufen. Kommt wenn er Dafun jetzt schnell holt, dann ist da noch eine Chance da. Ja, kann er hier die nächste Bewusstseinsebene erreichen und hier jetzt einfach gerade mit dem dritten Auge noch... Boah, und tot. Smash, oder okay. Was war das? Abtilt. Was ist dieser Char? Was ist dieser Char? Was ist dieser Char? Skeddy und Rufen, 1-2. Dafun und Splash Mage kommen hier, bekommen...